Hauskatzen haben im Vergleich zu Freigängern ein weniger abwechslungsreiches Umfeld. Sie können nicht draußen herumlaufen, jagen oder auf hohe Bäume klettern. Daher ist es besonders wichtig, dass wir ihnen zu Hause genügend Abwechslung und Stimulation bieten. Doch auch die beste Katzenmama und der beste Katzenpapa kann manchmal ein paar Dinge übersehen, die das Leben der Fellnase noch schöner machen könnten. Hier sind 6 Dinge, die du wahrscheinlich zu selten für deine Samtpfote tust und die du unbedingt öfter machen solltest. Erstens, Do-it-yourself-Spielzeug basteln. Während gekaufte Spielzeuge natürlich immer gut ankommen, gibt es nichts Besseres als ein spontan selbstgemachtes Do-it-yourself-Spielzeug, das deine Mieze immer wieder aufs Neue begeistert. Von einfachen Wollknäulen über zusammengeknülltes Papier bis hin zu selbstgebastelten Federangeln. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Deine Fellnase wird es lieben, damit zu spielen und sieht dir vielleicht auch schon gespannt zu, wenn du dich hinsetzt und etwas für sie bastelst. Zweitens, Klettermöglichkeiten erweitern. Katzen lieben es, ihre Umgebung von oben zu betrachten. Oft gibt es in Wohnungen zu wenige Möglichkeiten für Samtpfoten, ihren Klettertrieb auszuleben. Installiere zusätzliche Regale, Kletterwände oder Hängematten auf verschiedenen Höhen. Deine Mieze wird es genießen, neue Aussichts- und Schlafplätze zu erkunden. Solche Klettermöglichkeiten fördern auch ihre Beweglichkeit und halten sie fit und dynamisch. Drittens, interaktive Spielzeit. Katzen spielen gerne und das am liebsten nicht nur alleine. Nimm dir täglich Zeit, um aktiv mit deiner Mieze zu spielen, ob mit einer Federangel, einem Ball oder einfach nur ein paar Leckerlis. Deine Fellnase wird die Aufmerksamkeit genießen und sich körperlich und geistig ausgelastet fühlen. Diese gemeinsame Zeit stärkt auch die Bindung zwischen dir und deiner Katze. Indem du viele unterschiedliche Spiele ausprobierst, findest du heraus, welche Art von Spiel deine Katze am meisten liebt. Viertens, Kratzmöglichkeiten erneuern. Auch wenn der alte Kratzbaum noch steht, kann es sein, dass er nicht mehr so attraktiv für deine Katze ist. Abgenutzte Kratzflächen bieten nicht mehr denselben Reiz. Sorge dafür, dass deine Samtpfote immer frische und ansprechende Kratzmöglichkeiten hat, sei es durch einen neuen Kratzbaum, Kratzmatten oder Kratzbretter. Regelmäßiges Erneuern der Kratzmöbel kann dazu beitragen, dass deine Katze ihre Krallen gesund hält und nicht an Möbeln kratzt. Ein gut platzierter Kratzbaum direkt am Fenster ist zudem der perfekte Ort, um Vögelchen zu beobachten. Abwechslungsreiche Ernährung. Katzen sind Feinschmecker und lieben Abwechslung im Napf. Versuch das Futter regelmäßig zu variieren und deiner Mieze auch mal etwas Besonderes zu bieten. Achte darauf, dass die Ernährung ausgewogen und gesund ist. Gelegentliche Leckerbissen oder selbstgemachte Katzenleckereien sind ebenfalls eine tolle Möglichkeit, deiner Fellnase eine Freude zu machen. Zudem kannst du verschiedene Futtersorten und Marken ausprobieren, um herauszufinden, was deiner Katze am besten schmeckt. Übertreib es dabei aber nicht. Der Katzenmagen reagiert häufig empfindlich auf Futterumstellungen. Sechstens, Klickertraining. Klickertraining ist eine großartige Möglichkeit, deine Katze mental zu fordern und ihr neue Tricks beizubringen. Es erfordert Geduld, aber Katzen können erstaunlich lernfähig sein. Mit einem kleinen Klicker und Leckerlis kannst du deiner Mieze beibringen, auf Kommando zu kommen, Sitz zu machen oder sogar kleine Kunststücke zu vollführen. Dieses Training fördert nicht nur die Intelligenz deiner Katze, sondern stärkt auch die Bindung zwischen euch beiden. Wenn du wissen willst, wie man seine Katze mit einem wenige Euro teuren Klicker trainiert, dann klick jetzt auf das Bild und sieh dir unser Video zu diesem Thema an.